zu einem neuen Regelvideo von mir und diesmal begeben wir uns ins Archipel Vanuatu, welches bei Australien in der Nähe liegt. Und Ziel im Spiel Vanuatu ist es, einfach Wohlstand zu generieren, denn Reichtum bringt uns auf dieser kleinen Inselgruppe nichts. Wir wollen Wohlstand haben. Und wie erreichen wir Wohlstand? Das können wir über verschiedene Aktionen. Wir können beispielsweise fischen gehen, wir können Schätze bergen, wir können Touristen anlocken, wir können Hütten bauen, wir können Sandgemälde anfertigen oder wir können den Export vorantreiben. Und all das funktioniert über einen ausgeklügelten Mehrheitenaktionsmechanismus. Wie das alles im Einzelnen funktioniert, dazu kommen wir jetzt gleich. Ihr seht hier erstmal den Spielaufbau. Ich habe jetzt mal einfach für drei Spieler vorbereitet, um euch ein bisschen was zu zeigen. Hier im oberen Bereich seht ihr die einzelnen Aktionen, die ausgeführt werden können. Da werden von uns Aktionssteine platziert, wo wir versuchen, Mehrheiten zu generieren, um dann die Aktionen durchzuführen. Jeder von uns bekommt dann auch fünf so Aktionssteine. Das sind einfach so runde in verschiedenen Farben. Insgesamt fünf verschiedene Farben gibt es. Man kann es mit fünf Spielern spielen. Jeder von uns bekommt noch ein paar Hütten. Die sehen dann so aus. Und ein kleines Fischer- oder Segelboot. Dann gibt es die Bank von Vanuatu. Hier ist es so, dass wir mit drei Vatus starten. Wie gesagt, Geld ist nicht so wichtig. Das heißt, wenn wir irgendwann während dem Spiel zu irgendeinem Zeitpunkt mehr als 10 Geld generieren, dann bekommen wir sofort 5 Wohlstandspunkte und fangen wie bei 0 Geld an. Da die meisten Aktionen aber mit Geld gekoppelt sind, ist das schon mal sehr wichtig. Hier muss man ganz gut haushalten, dass das immer so ein bisschen funktioniert, weil es kann natürlich ganz blöd sein, wenn man eine Aktion ausführen möchte, aber dann kein Geld mehr hat. Wir haben hier Exportschiffe, da legen 3 Stück an vom Anfang an des Spiels. Man kann die dann beladen, da muss man einen Preis bezahlen für die Ressource, die man auf verschiedenen Inseln abbauen möchte und bekommt dann Wohlstandspunkte. Wichtig ist immer, die Schiffe werden von oben her beladen. Ich kann mir also nicht grundsätzlich aussuchen, welches Schiff ich beladen möchte. Und am Ende der Runde legen dann volle Schiffe ab und es werden neue gezogen. Hier haben wir Tourismuscenter. Es gibt hier einen ganzen Stapel mit Touristenplättchen, wo einfach Zahlen draufstehen. Da wird jede Runde ein neues aufgedeckt und entsprechend hier Touristen auf das Startfeld gelegt. Die sind dann in der Runde zur Verfügung auf Inseln auszusetzen. Das kann eine Insel sein, wo ich keine Hütte drauf habe, wo überhaupt keine Hütte steht. Touristen geben dann einfach am Ende des Spiels nochmal Siegpunkte. Hier gibt es Ruheplättchen, es gibt eine Aktion, wo ich ruhen kann. Da kann ich mir beispielsweise hier den Startspielermarker holen. Das ist auch die einzige Möglichkeit, wie der Startspielermarker wechselt. Oder ich hole mir einfach Siegpunkte und Geld. Dann sehen wir hier einmal die Wohlstandsleiste, die bis 50 geht. Hier platziert einfach jeder seinen einen Wohlstandsmarker. Wir haben den Fischmarkt. Da kann man Fische verkaufen, wenn man denn welchen hat. Zum angegebenen Preis wird der verkauft, sinkt der Preis und am Ende der Runde wird dann wieder aufgefüllt. Wir haben hier noch Sandgemälde. Auf diversen Inseln können Sandgemälde angefertigt werden, die einem sofort Wohlstand bringen. Hier schon mal der angedeutete Startspielermarker in Form einer Schildkröte. Hier unten haben wir dann Ressourcen, die übrigen, die später auf dem Spielplan verteilt werden können. Wir haben hier unten eine Trackleiste. Das Spiel geht nämlich genau insgesamt 8 Runden. Der wird halt immer vorangetrieben und nach 8 Runden ist das Spiel vorbei. Plus wir haben hier neue Archipelplättchen. Die gibt es einmal mit Insel in Inselform und einmal als Ozeanplättchen. Hier gibt es Plättchen von A, B, C, D, F, jeweils zweimal. Zu Beginn des Spiels macht man 2 Stapel bis F und also macht A, B, C, D, E, F und dann wieder A, B, C, D, E, F. Die werden dann aufeinander gelegt. Die ersten beiden Plättchen werden aufgedeckt und immer der Startspieler darf zu Beginn einer neuen Runde diese beiden Plättchen auslegen. Da gibt es dann verschiedene Regeln dazu, die hier unten auch schon grundsätzlich abgedruckt sind. Also beispielsweise eine Insel darf
nie an eine andere Insel angrenzen, muss immer an Ozeanplättchen angrenzen. Wenn möglich, muss ich immer an zwei bereits gebaute Plättchen anbauen. Ozean darf nie an Ozean gebaut werden, muss immer eine Insel angebaut werden. Kann ich ein Plättchen nicht regelkonform verbauen, dann muss ich erst ein das hinlegen, welches ich bauen kann, regelkonform. Kann ich das andere immer noch nicht regelkonform anbauen, dann darf ich es irgendwie hinlegen. Dann ist es auch möglich, dass Insel an Insel liegt oder Ozean an Ozean, wie auch immer. So, wir haben hier noch Symbole auf den einzelnen Plättchen. Hier beispielsweise nehmen wir mal das Ozeanplättchen. Hier gibt es einmal Schatztruhen. Das bedeutet einfach, wie viel Mal ich da Schätze suchen kann. Auf diesem Plättchen wären das jetzt derer 3. Und nebendran haben wir ein Fischsymbol. Da sieht man dann, wie oft da gefischt werden kann. Das heißt, ich will dann hier einen Fisch drauflegen und 3 Schatztruhen. So, und der erste, der hier halt Ausgrabung, also tauchen geht nach Schätzen, der bekommt dann hier ein Plättchen, das 3 Punkte wert hat. Der zweite, der graben geht, der bekommt ein 2 Punkte Plättchen. Und der letzte, der da graben gibt, würde noch ein 1 Punkte Plättchen kriegen. Gleiches beim Fisch, da ist halt ein Plättchen, das heißt, ich würde einfach 1 kriegen. Geht auch da bis 3. Den Fisch kann ich je nach Wert, kann ich den natürlich auf dem Fischmarkt verkaufen. Da kommen wir aber gleich noch dazu. Schauen wir uns noch die Inselplättchen an. So hier. Auch hier gibt es verschiedenste Symbole darauf. Ich komme hier so ein bisschen näher. Hier haben wir einmal die Touristenanzahl, die auf der Insel maximal platziert werden darf. Hier sehen wir so Rechtecke drauf, 2 Stück. Da können Hütten platziert werden. Hier vorne haben wir die Kreise, da können Sandmalereien platziert werden. Und hier sehen wir, welche Ressourcen von der Insel pro Runde produziert werden, wenn dann die Felder am Ende der Runde leer sind. Das sind die ganzen Plättchen. Und was haben wir sonst noch? Genau, wir haben noch 11 Charakter, die verschiedene Aktionen verstärken, verbessern, vergünstigen, wie auch immer. Und zu Beginn einer Runde sucht sich als erstes der Startspieler einen Charakter aus. Nehmen wir mal hier den Fischer. So, der sagt mir einfach, wenn ich fischen gehe, oh, dann kriege ich gerade entsprechend Siegpunkte, also Wohlstandspunkte in Form von wie viel Fisch der, also wie viel der Fischwert hat. Also, wenn ich einen Dreierfisch kriegen, würde ich 3 Wohlstandspunkte kriegen. Oder hier, wenn ich den Schatz berge, dann kriege ich gleich Vatus dafür, also Geld dafür. Oder ich kann hier Hütten für nur 1 bauen, anstatt für 3. So, und wenn eine neue Runde beginnt, dann sucht sich der Startspieler aus den verbleibenden Plättchen, weil das sind ja nicht immer im Spiel, einen neuen Charakter aus und muss seinen aktiven Charakter abgeben. Dann ist der nächste Spieler dran. Der hat dann die Möglichkeit, den Charakter zu nehmen, den der Startspieler direkt hingelegt hat, oder er sucht sich einen anderen aus. So gibt es eine Vermischung und man kann eigentlich nie den gleichen Charakter mehrfach nutzen. Natürlich in späteren Runden ist das wieder möglich, aber natürlich nicht direkt hintereinander. So. Dann, wie funktioniert der Aktionsmechanismus, den wir hier oben sehen? Insgesamt gibt es 2, 4, 6, 8, 9 Aktionen, die ausgeführt werden können. Einmal hier wäre beispielsweise das Handeln. Das heißt, wenn ich mit meinem Schiff an eine Insel angrenze, das ist ganz wichtig. Immer wenn ich auf einer Insel was machen möchte, muss mein Boot an die Insel angrenzen, also auf einem angrenzenden Feld liegen. Wenn ich auf einem Ozeanplättchen was machen möchte, dann muss ich natürlich auf dem entsprechenden Ozeanfeld sein. Also beispielsweise jetzt hier, ich möchte gerne mit dem Export handeln, dann bezahle ich die Güter, welches hier angezeigt ist. Also rot kostet mich 3 Watus, weiß kostet mich 2 Watus und grün kostet mich einen Watu. Jetzt würde ich hier den roten bezahlen können, dann muss ich mir 3 Watu in der Bank abziehen. So, dann wäre ich wieder bei 0 und dürfte dann den hier auf dem obersten Schiff, also das oberste hat keine Rot, das nächste hat eine Rot und bekomme aber dafür direkt 5 Wohlstandspunkte und würde hier in der Wohlstandsleiste voranschreiten. Das wäre die eine Aktion.
Die nächste Aktion ist, ich gehe Schätze ausgraben. Also wenn ich jetzt mit meinem Boot hier stehen würde, dann könnte ich eine Ausgrabung starten und dürfte mir dann hier einen Schatz rausnehmen und den entsprechenden Wert, den der Schatz hat, den ich geborgen habe. Der erste hier wäre noch 2 wert. Das wäre die nächste Aktion. Dann gibt es eine Aktion, mein Schiff, also mein Boot bewegen. So, ich kann 1 bis 3 Felder, also 1 bis 3 Felder weit fahren, wobei ich jedes Feld bezahlen muss. Also das erste Feld kostet halt ein Watu, das zweite Feld würde schon 2 Watus kosten und das dritte Feld 3 Watus. Bedeutet natürlich, wenn ich hier drüben eine Ausgrabung starten möchte, muss ich erst mit meinem Boot dahin fahren. Heißt, ich müsste hier schon mal 2 Watus bezahlen und könnte dann eine Ausgrabung starten. Das wäre eine Aktion. Dann könnte ich Hütten bauen. Das ist wieder so, ich muss angrenzend an eine Insel sein, auf der noch ein freies Hüttenfeld ist. Es können natürlich auch verschiedenfarbige Hütten auf einer Insel stehen. Die kostet mich entsprechend 3 Geld. Hätte ich einen anderen Charakter, beispielsweise den hier, so, da würde mich eine Hütte nur ein Geld kosten. Brauche ich aber den entsprechenden Charakter dafür. Die nächste Aktion, die es gibt, ist Ausruhen. Wenn ich halt ausruhe und ich bin der Erste, der die Aktion danach ausführen darf, dann darf ich mir einen dieser verdeckt liegenden Bonus-Kärtchen aussuchen, also den Startspielo, Wohlstandspunkte oder Vatus. Das ist mir dann frei, lege ich dann wieder hin, dann wissen natürlich die anderen nicht so genau, was ich an Punkte gekriegt habe. Als nächstes gibt es die Aktion Touristen befördern. Auch hier muss ich an eine Insel angrenzen. Auf der Insel muss nicht eine Hütte von mir stehen. Natürlich ist es sinnvoll, an Hütten die Touristen auf Inseln zu bringen, wo Hütten von mir stehen, denn das bringt mir am Ende nochmal Wohlstandspunkte. Aber wenn ich den jetzt beispielsweise hier auf der Insel platziere und da ist gar keine Hütte, bringt mir der in dem Moment überhaupt nichts. Wenn ich später von mir Hütten dahin baue, bekomme ich was. Stehen da aber schon Hütten, nehmen wir mal 2, und ich befördere einen Touristen auf diese Insel, dann kriege ich sofort 2 Watus und würde am Ende vom Spiel noch Punkte dafür kriegen, dass ein Tourist auf einer Insel ist, auf der eine meiner Hütten steht. Als nächstes Fische, also Fischen gehen, das ist dasselbe eigentlich wie das Schätze bergen. Ich muss halt auf dem entsprechenden Feld sein, wo es noch Fischgrund gibt. Und da darf ich dann fischen und darf mir das entsprechende Plättchen wegnehmen. Ich entferne dann auch immer den entsprechenden Marker, damit man sieht, dass da schon was weggenommen wurde. Die nächste Aktion ist dann Fischhandel. Also kann ich Fisch verkaufen. Das ist ein bisschen tricky, weil das muss ich an einer Insel machen, auf der schon eine Hütte von mir steht. Also ich muss an die Hütte angrenzen. Also an die Insel angrenzen und da muss eine Hütte von mir draufstehen. Dann darf ich die Fischplättchen entsprechend der Summe, die ich hier gesammelt habe, beispielsweise hier hätten wir mal 2 Zweier, so, das wäre 4 und dann mal 3, würde ich dann 12 Watus bekommen. Wäre natürlich dann wieder blöd, weil ich würde hier über die 10 rauskommen, was mir dann zwar 5 Wohlstandspunkte bringt, aber am Ende hätte ich dann wieder nur 2 Geld. Ja, muss man halt ein bisschen haushalten. Der Marker würde dann nach unten rutschen. Dann wäre es nur noch mal 2 und unten nur noch mal 1. In der nächsten Runde geht es wieder hoch. Und die letztmögliche Aktion, die ausgeführt werden kann, ist eine Sandmalerei auszuführen. Auch hier, ich muss an die entsprechende Insel angrenzen, wo es noch ein freies Feld gibt, um Sandmalerei zu machen. Und darf dann hier so eine Sandschildkröte platzieren und bekomme dafür einfach sofort 3 Wohlstandspunkte. Ja, ihr fragt euch jetzt bestimmt, wie werden denn die Aktionen überhaupt getriggert? Na, da gibt es jetzt einen Mehrheitenmechanismus. Und zwar beginnt beim Startspieler, setzt dieser 2 seiner Aktionsmarker entweder auf eine einzelne Aktion oder auf 2 verschiedene Aktionen. Ich sag mal, ich möchte gern Bötchen fahren und ich möchte später auch hier Schätze bergen. Dann ist der nächste Spieler dran, der sagt, ihm ist beispielsweise jetzt ganz wichtig, Haus zu bauen, setzt hier 2 auf ein und der möchte gern hierhin und hierhin gehen. So,
Dann ist wieder der, nee, dann ist wieder der Startspieler dran, der hat wieder zwei. Der hat jetzt die Möglichkeit, die zwei zu bereits bestehenden Plättchen zu machen oder neu zu verteilen. Wichtig ist, man darf eine Aktion nicht belegen, die man zum Zeitpunkt nicht ausführen könnte. Also ich kann keinen Fisch verkaufen, wenn ich keinen Fisch habe. Dann müsste ich erst bei der Aktion Fisch fangen. Marker hinlegen, damit ich dann auch die Aktion Fisch verkaufen ausführen könnte. Also ich könnte jetzt hier sagen, okay, Hütte bauen finde ich cool, möchte ich auch mitmachen. So, dann kommt es dahin. Da hätten wir jetzt, also ich hätte jetzt, hier gibt es zweimal eine Mehrheit, hier gibt es einen Gleichstand aktuell. So, der sagt jetzt, nö, nö, das ist mir noch viel wichtiger. Dann und dann möchte ich dann hier noch. So, und der gelbe. Der sagt dann, hier habe ich einen zu viel hingelegt. Der Gelbe sagt dann, er möchte auch Schiffe fahren. Und am Schluss hat man noch einen, den man dann irgendwo hinlegt. So, und der geht dann noch dahin. Und der Gelbe kommt dann noch dahin. So, und jetzt seht ihr schon, das ist unterschiedlich verteilt. Und jetzt geht es in Spielereihenfolge, wird nach Mehrheiten abgehandelt. Das heißt, ich muss als allererstes eine Aktion durchführen, bei der ich die Mehrheit habe. Das kann natürlich blöd rauskommen, wenn man irgendwie zuerst fahren möchte und dann fischen und plötzlich bei Fischen eine Mehrheit hat und bei Fahren noch nicht. Dann muss man erst die Fischen-Aktion ausführen, die kann man da nicht ausführen, dann verfällt die, dann fährt man für nichts irgendwie darüber. Muss man ein bisschen aufpassen, kann auch sehr gemein sein, weil. Wichtig, wenn ich meine Aktion durchgeführt habe, nehme ich meine Aktionssteine weg. Das heißt, an diesem Ort gibt es dann eine neue Mehrheit. Und ja, da muss man ganz gut aufpassen. Wenn ich jetzt mehrere Mehrheiten habe, dann darf ich mir natürlich aussuchen, welche Aktion ich ausführen möchte. Bei Gleichstand hier und hier ist es so, dass es in Spielerreihenfolge geht. Das heißt, der Startspieler dürfte jetzt hier als erstes seine Aktion ausführen. Und jetzt machen wir einfach mal eine Aktion. Ich würde jetzt hier diese Aktion wählen. Ich würde Fische fahren gehen. Nehme meine zwei Aktionsmarker weg. Dann fahre ich hier rüber. Das sind zwei Felder. Das kostet mich dann zwei Vatus. Die ziehe ich mir hier auf der Leiste ab. Dann wäre Orange dran. Orange hat hier die Mehrheit oder hätte hier die Mehrheit. Der sagt sich jetzt, okay, ich möchte gerne als allererstes eine Hütte bauen. Das heißt, er nimmt sich hier die drei Marker weg und baut an, auf dieser Insel, da er angrenzend ist, eine seiner Hütten, was ihn drei Vatus kostet. Dann hätte er wieder 0. Dann ist der Gelbe dran. So, der Gelbe kann hier die Aktion aktuell nicht durchführen, weil er keine Mehrheit hat. Die könnte er durchführen, die könnte er durchführen und die kann er aktuell auch noch nicht durchführen, da ein Gleichstand besteht, aber der Startspieler hier Vorteil hätte. Also würde er jetzt sagen, okay, wenn das so ist, dann mache ich hier erstmal eine Sandmalerei, die setzt er dann hier drauf und erhält sofort drei Wohlstandspunkte. Es ist natürlich immer schön, wenn man möglichst viele Aktionen pro Runde ausführen kann. Man muss aber natürlich aufpassen, man hat nur 5 Aktionssteine und wenn man nirgends die Mehrheit hat, das heißt nichts machen kann, dann muss man von irgendeinem Feld seine kompletten Aktionssteine entfernen und kann die Aktion dann überhaupt nicht durchführen. Das könnte auch mal 2 Runden hintereinander so passieren, was eher uncool ist. So. Wenn wir dann eine Runde abgehandelt haben, also das heißt, jeder hat alle seine Aktionen durchgeführt. So, der Startspieler hätte jetzt gewechselt, weil Gelb auf dem Feld war ja. Dann ist darf Geld, Geld, Geld. Dann darf Gelb erstmal die neuen Plättchen setzen. Der würde natürlich sagen, okay, ich bin hier hinten, Lila ist da drüben, ich baue jetzt die neue Insel hier in meine Nähe. Macht natürlich Sinn. Und das Ozeanplättchen muss er dann entweder hier oder hier anlegen, weil angrenzend an eine Insel und an zwei Felder. Heißt, er würde jetzt, könnte jetzt sagen, okay, ich mache das hier. Dann ist der Lilane schon ziemlich ausgegrenzt, wenn er hier in die Region kommen möchte. Auch da natürlich ist natürlich schön vorteilhaft, Startspieler zu sein, um Plättchen hinzulegen, weil man kann andere Spieler damit ein bisschen ausgrenzen. Hat aber natürlich nachher den Nachteil oben bei den Aktionen, weil er beginnt. Das heißt, er hat, macht als erstes seinen letzten Zug und dann alle anderen können noch drüber bieten. Ist natürlich auch schwierig. Dann werden entsprechende Ressourcen, also hier werden dann Ressourcen hingelegt.
Gibt es auf anderen Inseln freie Ressourcenfelder, werden diese aufgefüllt. Volle Boote legen ab und es werden neue Boote hingelegt. Hier ist noch wichtig zu sagen, der Spieler, der ein Boot voll macht, bekommt zusätzlich zu den also Wohlstandspunkten, die er eh bekommt, nochmal zwei zusätzliche Punkte für das Auffüllen des Bootes. Fischmarker wird zurückgesetzt, die Touristen werden abgeworfen. Hier. Dann wird ein neues Touristenplättchen aufgezogen und entsprechend viele Touristen werden hingelegt. Hier wären es jetzt null. Genau, also in der Runde würden keine Touristen kommen. Und das machen wir insgesamt 8 Mal. Und dann wird am Ende nochmal abgerechnet. Ich muss jetzt hier ein bisschen spicken, für was es am Ende vom Spiel nochmal Wohlstandspunkte gibt. Der Spieler mit dem Startspielermarker hier. Der würde nochmal 3 Wohlstandspunkte kriegen. Für jede Hütte auf einer Insel, wo noch ein Tourist angrenzend ist, bekommt man 2 Punkte pro angrenzend, also pro Touristen auf dieser Insel. Also hätte Orange hier 2 Hütten und 2 Touristen, dann würde er insgesamt 8 Punkte kriegen, weil pro Hütte, pro Tourist 2 Punkte. Das läppert sich dann schon ganz schön. Dann für das Sammeln der Schätze. Bei den Schätzen ist es so, ich kann den Schatz für den Wert, den er hat, verkaufen an die Bank Wart, also an die Bank of Vanuatu, wenn ich das möchte. Wenn ich die Schätze aber bis am Ende des Spiels behalte, dann kann ich die Gesamtsumme zusammenzählen. Das mal 2, das gibt mir dann auch nochmal Wohlstandspunkte. Und ganz am Ende für je 3 Watus in der Bank bekomme ich nochmal einen Wohlstandspunkt. Und dann wird geschaut, wer hier am meisten Wohlstand generiert hat. Der ist dann der Gewinner. Bei einem Gleichstand wird als erstes geschaut, wer hat am meisten Hütten gebaut. Gibt es dann immer noch einen Gleichstand, wird geschaut, wer hat denn jetzt noch am meisten Vermögen. Und gibt es dann immer noch einen Gleichstand, dann gibt es halt mehrere sehr wohlständige Personen auf Vanuatu, die sich das miteinander teilen. Es gibt auch noch eine Erweiterung. So, für Vanuatu und zwar das Heben des Wassers, also irgendwie so, also muss man dann noch Staudämme bauen und zwar kooperativ, weil sonst wird das Archipel überflutet. Darauf gehe ich jetzt auf die Regel nicht ein. Und es gibt noch eine Zweispieler-Variante, da gibt es auch nochmal Sonderregeln, da spielt dann ein zusätzlicher Charakter mit, damit das natürlich oben ein bisschen mehr Sinn macht mit dem Aktionen ausführen. Aber auch darauf gehe ich nicht ein. Ich denke mal, am meisten Sinn macht das Spiel auf jeden Fall mit 3, 4 oder 5 Spielern. Da kommt man dann so schön richtig in die Quere. Dann ist auch so: Take that, nimm das, nimm du dies. Ja, wenn du das machst, dann gebe ich dir das nicht, wie auch immer. Und das mit dem Überfluten des Archipels habe ich selbst noch nicht gespielt. Deshalb möchte ich da jetzt auch nicht weiter drauf eingehen. Ich kann nur so viel sagen: Vanuatu ist ein sehr schön anzusehendes Spiel, zumindest in der Second Edition. Die First Edition war ziemlich, wie soll ich sagen, ziemlich grauselig von der Optik her. Da haben sie mit der Second Edition wirklich Schönes vollbracht. Es ist alles tolles Material, es ist Holz und dicke Pappe. Kein störender Plastik für einmal, außer die Zipptüten, die man dafür verwendet, weil es kein Inlay gibt. Und mir persönlich gefällt Vanuatu sehr gut. Ist ein interaktives Spiel, das finde ich immer schön. Und tolles Setting, tolles Thema. Von dem her sucht euch das Spiel, weil es ist nicht ganz einfach zu bekommen. Es ist out of print. Eventuell BGG Market, eBay Kleinanzeigen oder eBay. Von dem her viel Spaß beim Suchen und beim Spielen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.